Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kehre zu meinem Fach wieder zurück zum Reden. Es ist mir und uns allen eine große Freude, dass es möglich war, zum 115. Geburtstag von Ostad Elahi eines seiner Instrumente, eine Tambur, hier nach Wien zu bekommen und Ihnen zeigen zu dürfen. Die Fondation Ostad Elahi in Paris war überaus entgegenkommend und hat diese kurzfristige Leihgabe ermöglicht. Ich möchte mich sehr dafür bedanken. Meine Damen und Herren, darf ich einige Sätze zu dem Instrument und auch zur Geschichte dieser Instrumente sagen. Ostad Elahi hat ein sehr altes Instrument weiterentwickelt. Also es war ein Instrument, das üblicherweise zweiseitig war, meist Dota hieß. Er hat es dreiseitig gemacht, dieses Instrument hat sogar fünf Saiten und er hat die Spieltechniken entwickelt, also er war ein großer Virtuose auf diesem Instrument. Also die Tambur ist das Instrument der Bardensänger, aber es ist auch bei sakralen, rituellen Veranstaltungen verwendet worden und aber auch auf ganz anderen Gebieten. Und Ostad Elahi hat ihn sozusagen zum Virtuoseninstrument gemacht. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr bemerkenswerte Sache und wir können uns alle freuen, dass gegen Ende unserer heutigen Veranstaltung dann auch ein Ensemble Musik von Ostad Elahi mit Tambur uns spielen wird. Aber darf ich noch einige persönliche Bemerkungen zu Ostad Elahi machen, den ich als Persönlichkeit sehr bewundere. Frau Vizepräsidentin hatte bereits dahin gewiesen, dass er nicht ein Denker war, der sozusagen aus dem Diskurs der Philosophen hervorgegangen ist, sondern aus der praktischen Erfahrung und aus der Beobachtung von Menschen. Und der ja auch erwähnte zentrale Begriff des Altruismus, der uns ja heute noch vielfach beschäftigen wird, ist ja das Gegenteil von Egoismus. Und ich denke, dass hier eine gewisse inhaltliche Parallele gegeben ist zu denken, dass wir in der griechischen Antike finden, ganz besonders bei Platon in seinen beiden großen staatsutopischen Dialogen, der Politeia und den Nomoi. Und bei Platon wird etwas angesprochen, das, denke ich, auch Ostad Elahi verfolgt, nämlich die Ausübung von Kunst, von Musik soll nicht Selbstzweck sein, sondern einen ethischen Sinn bringen. Also im Griechen haben das Wort Idiotes gepflegt, wir sagen heute noch Idiot. Das ist kein Dummer, sondern ein Selbstischer, ein nur auf sich selbst ausgerichteter Mensch. Und Platon wollte eben auch Menschen bilden oder in seinen Idealstaat dann haben, die sich ausbilden in Musik, in Gymnastik, also in Körperbeherrschung, aber vor allem tätig sind in der Öffentlichkeit, für das Gemeinwesen, für den anderen, daher der Altruismus. Und so wie Platon dann eine Idee verfolgt hat, der Einheit des Guten und des Schönen, die Kalokagathia, so denke ich, hat Ostad Elahi modern ähnliche Gedanken verfolgt und ich möchte mich auch da den einleitenden Worten voll anschließen. Es ist das eine Ausrichtung, eine universale Ausrichtung, aber auch eine konkrete Ausrichtung, der wir heutzutage nicht nur bewundernd zusehen sollten, sondern die wir jeder in seiner Weise verwirklichen sollten.